you've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time. Just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my thoughts go. Yeah! You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word. Ich bin Madeline, bin 30 Jahre alt, Notfallsanitäterin und komme aus Wunstorf in der Region Hannover. Madeline, das war richtig, richtig gut. Das war ein richtiger Soul-Diva-Auftritt. Es saß jeder Ton, es war genau richtig temperiert. Es war ein grandioser Auftritt. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, das ist, also wenn ich ehrlich bin, wir lassen nur die Harten im Garten kommen, halt irgendwie so. Und das Niveau ist so hier oben. Und du hast es getroffen. Und vielleicht auch ein bisschen nach oben geschoben halt. Und ich glaube, Musik halt, wie du sagst, halt, ist es nicht dein Hauptberuf, aber es ist auf jeden Fall deine Leidenschaft. Auf jeden Fall, ja. Und du bist halt jemand, der zu Hause nur singt. Ne? Also, du bist halt jemand, der wirklich ständig jeder auf den Sack geht und einfach singt und singt und singt. Ja, aber also was, genau das, ist, das hat sich ausgezahlt heute. Und ich glaube, das Publikum wollen dir einmal zeigen, wie gut du warst. Give it up for Madeline! Yeah! Yeah! Yes! Dankeschön! Alright! Nicht schlecht. Madeline. Soll ich überhaupt noch was sagen oder hat er dich so eingelullt, dass du sowieso zu ihm gehst? So leicht lasse ich mich nicht einlullen. Ich glaube, keiner von uns kann noch viel bei dir machen. Gesanglich sowieso nicht. Woran man ein bisschen schrauben kann, ist vielleicht ein Selbstbewusstsein. Ne? Ich glaube, einen großen Schritt haben wir jetzt gemacht. Vier Leute haben sich umgedreht und das passiert sehr selten. Und ich hoffe, das ist schon mal ein großer Schritt zu einem gewissen Selbstbewusstsein bei dir. Aber ich bin Experte in Selbstbewusstsein. Und dieses kleine Manko, an dem man da bei dir noch arbeiten muss, ist ein klitzekleines Manko. Da bin ich wahrscheinlich der beste Coach, den du von uns vielen hier haben kannst. Madeline, du hast wunderschön gesungen. Die Töne haben wirklich gesessen. Es war einfach perfekt. Ich finde es auch beeindruckend, dass du so eine Stimme haben kannst, obwohl du dann Notsanitäter hast du gesagt, ne? Genau, Notfallsanitäter. Notfallsanitäter. Das ist auch ein richtig harter Job. Die Stunden sind so krass. Nein, ohne Witz. Sänger wie Adele und diese Leute, die üben
like tagtäglich. Das ist nicht einfach nur da. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich sehr viel Respekt vor dir habe. Und es gibt wenige Frauen heutzutage in der Musikindustrie und ich würde dich sehr, sehr gerne dabei unterstützen. Vielen, vielen Dank. Tja, du denkst jetzt wahrscheinlich, okay, am meisten Sanitäter nötig haben die beiden da hinten, ne? Hat er wieder die alte Leute-Karte gespielt? der hat die Halbtot-Karte gespielt. Aber es ist echt eine schwierige Entscheidung. Aber dann triff sie mal jetzt. Please. Also ich muss immer an mein erstes Konzert denken, was ich besucht habe. Und das war ein Raymond-Konzert. Und deswegen gehe ich zu Ray. Yeah! Yeah! Woo! Ey, das freut mich. Madeline, thank you so much. Danke dir. Madeline!